Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir werden uns heute zumindest aus einem Haus erstmal durchlooten. Und dann, also wie auf Kommando, erscheint die Stadt im Hintergrund. Das ist schön. Das finde ich gut. Das hat das Spiel wieder gut gemacht. Denn wir haben eine doch arg oder zumindest leicht zerstörte Stadt gefunden. Aber diese werden wir auf jeden Fall untersuchen. Aber zuvor gehen wir unten erstmal in das Haus. Und vielleicht haben wir ja da das Glück, dass wir dort eine Forge finden. Also ein bisschen Holz mit. So. Muss ich irgendwo gerade ein Nest hier sehen? Nein, habe ich nicht. So, dann gehe ich mal auf den Weg und dann. Ach, guck mal, da ist aber. Jetzt haben wir schon so einen Schreihals hier. Wie viel haben wir noch Pfeile? Achso, auch drei. Das sollte sich noch ein bisschen. Ach Gott, in die Schulter. Am Ohr vorbei. Er hat es noch zwischenhören. So, und. Da ist er hin. So, ein leeres Glas. Naja, gut. Könnte einen besser treffen. So. Ja. Guck mal hier aus dem Stand, hopps ja darüber. Zack. Und jetzt liegt er im Baum. Und jetzt liegt er unterm Baum. Ach, der Mensch, der arme Businessman. Was wir mit dem machen hier? Man hat nichts noch was für uns in der Tasche. So. Gucken wir mal weiter. Also das Häuschen ist natürlich, das könnte man sich natürlich auch, ne, annehmen und sagen, hey Mensch, das ist unser. Na, mal gucken. Oh, jetzt fangen wir überall an zu spawnen. Guck mal da. Auch deiner rum. Auf allen Vieren. Die finde ich ganz fürchterlich. Ich treffe die so schlecht im Kopf. Ah, das war auch wieder bloß die Schulter. Okay, das war irgendwie, keine Ahnung. Aber gut getroffen. So, der hat einen Pokal dabei gehabt. Sehr schön. Wir haben einen Pokal von ihm geerbt. So, was bist du durch einer? War ja auch schon. Was ist das für einer? Da fehlt ja auch schon die Hälfte oben im Kopf, oder? Ah, Mensch. Ah, diese. Oh, ey. Ein Zombie-Farmer ist das. Der hat sogar eine Farmhake dabei. Das ist ja nur konsequent. Oh, hey. Nicht gereicht? Oi, oi, oi. So. Jetzt aber. Ein Aloe Plant. Beat. So. Glas und Glaspen. Wie haben wir denn nicht noch Platz hier? Das sieht gar nicht mal mehr so gut aus, ne? Chainsaw Blade. Gut, das kann man wegschmeißen. Kann man ja mal. Nein, das ist schlechter. Scrappen. Night Vision Goggles, weiß ich auch nicht, was ich damit anfangen soll eigentlich. Das kann ich auch mal wegscrappen. Und zur Not. Das kann man auch schon wegscrappen. So, dann haben wir ein bisschen mehr Platz in der Tasche. Gucken wir uns doch mal das Häuschen an, was wir hier haben. Was wir hier gefunden haben. So, das ist natürlich auch wieder wunderbar in den Berg hineingebaut. Da werden sicherlich auch noch ein paar drinnen wieder munter werden dann. Oder später. Ach, lass mich da hinten erstmal rein. So. So, hier werden wir gleich bestimmt hören, dass hier mal einer anschreit. So, da kommt eine kranke Schwester. Hoppala. Noch nicht tot. Oh. Jeder hat ein Rohr dabei gehabt. Das ist schon mal ganz gut gewesen. So, was haben wir denn hier noch? Überall stöhnt es hier. Da liegt noch einer rum. Anhören hier irgendwo. Wenn ich räumt den Magen auf. So. Hauen wir mal hier den Karton kaputt. Muss du mir hier auch wieder ein Klo hinstellen oder was? Nein. Eine Waschmaschine. Nein, Fridge Bottom. So, hier dahinter, da weiß ich, da ist wahrscheinlich ein großer dicker Safe, ne? Ja.
Aber den kann ich jetzt eh noch nicht öffnen, also. Ach, da ist auch einer drin, der Wache geworden. Na ja, dann mach du mir mal da die Tür kaputt. Da bin ich jetzt nicht mal großartig böse drum. Hier haben wir nichts. Hier haben wir ein bisschen Quatsch. Da ist schon wieder ein draußen rumlaufen hier. Level 6. Okay, womit habe ich jetzt Level 6 gekriegt? Keine Ahnung. Oh, da sind zwei hier drin. Das ist ja richtig Party denn. Weil ich den vorderen so gar nicht erkenne. Vollschutz. Ja, an. Hättest du eigentlich mit Vollschutz die Zombo abgekommen, das überleben können? Hazard Worker. Wo ist die Dicke denn hier? Big Mama? Uiuiui. Komm, taumel mal raus aus der Haustür. Was, da kommt durch? Und sag mal. So groß und ich treffe nicht. Hole ich noch eine Pharmahake. Na ja, gut, da kann man eine scrappen jetzt. So, der ist noch locked, ja. Den will ich auch nicht aufmachen. Ob ich irgendein Turf, das. Wir müssen mal kurz im Red Tank Top. Scrap. Das komische Ding, Scrap. 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 Ah, Scrap. Da kriegen wir Military Fiber raus, das ist auch nicht schlecht. Was ist denn der hier draußen rumrennt? Macht mich echt nervös. Oh, hey, Mutti, halt! Oh Mensch, der fehlt da wieder die halbe Schädelplatte. Das ist doch auch nicht schön, sowas. Kann ich jetzt. Dort. So. Mal weitergehen hier. Und 1A Headshot. Zwei Pharmahaken dabei. Sollen wir das ein Pharmahaus hier geben? Rote Farbe, na super. Oh, das ist gut. Korn, naja gut, kann man anpflanzen. Hat echt ein Pharmahaus gewesen zu sein hier. So, nehmen wir das Ding, das nehmen wir das auseinander. Haben wir dann noch Platz für? Nö, wir machen erstmal das. Scrappen wir erstmal, wir haben nur 72er. Aussehen. Und hier können wir auch scrappen. Crap. Crap mich nochmal. Kriegen wir hier nämlich nochmal Leder raus. Das ist gar nicht mal schlecht. Leder kann man gut gebrauchen. Und dann hätten wir die Animal Heads überlassen können. Ne? Hätten wir uns da echt eine Panzerung draus machen können. Naja, gut.
Wer war das denn jetzt? Nicht quatschen, ne? Wo ist du hier bestimmt? Ja, da gewesen. Wo ist du hier bestimmt? Leider an dem Dach. Da ist er leider. Mal noch herum. Vielleicht finden wir da oben nämlich noch einen. Ach, da oben sitzt noch ein Zombie rum. Weniger schön. Ach, dann lassen wir das Dach da oben auch Dach sein. So. So. Ist er da oben runter? Ah, na, leider ist er sogar runtergekommen. Was macht er denn jetzt? Das ist der Künstler, der hier. Ein Nägel hat er dabei gehabt. So, das ist schon mal nicht schlecht. Nägel ist auch gut, weil dann kann man nämlich diese besseren Kisten machen, beziehungsweise die Kisten machen, die von außen was dran haben. Ich weiß auch gar nicht, ob es mittlerweile Schilder hergibt zum Beschriften. Das wäre natürlich auch klasse. So, jetzt haben wir hier die Gegend, das sieht ja echt gut aus, ne? Also wenn man jetzt sieht, dass sich da im Flachland ein bisschen zurecht macht und da seine Base baut, das könnte eigentlich gut was gehen, ne? Oh, man kann nie genug Federn haben. So, wir müssen dann uns noch mal ein bisschen, geht uns denn jetzt überhaupt? Beinchen haben wir noch ein paar, dann Fleisch haben wir wieder ein bisschen gekriegt. Ein Bier haben wir. Ja, müssen wir noch ein bisschen Holz hacken gehen, ne? Eine wären vielleicht auch nicht schlecht, aber Holz hacken geht auch. So, wir gehen jetzt erstmal zurück nach Haus. Wir werden quasi unseren Fund erstmal hier begutachten und dann müssen wir uns dann wirklich die Frage stellen, ob wir uns nicht dann noch eine kleine Base da hinten hinbauen. Also wirklich nochmal Holz hacken gehen, die blöde. Eine kleine Base und genug Zeit hätten wir dafür eigentlich. Dürfen wir aber nichts anderes machen. Kein Looten mehr, kein gar nichts großartig, ne? Dann heißt das wirklich nur noch dafür arbeiten. Moment, naja gut. Entfernen wir uns ein bisschen von. Dann heißt das wirklich nur dafür arbeiten. Eine Frage, ob wir das so wollen. Weil dann müssten wir wirklich noch mal, also dann müssen wir natürlich auch gleich größer bauen, oder wir... Nein, also wir sichern oben unsere Base und wir fangen dort was an zu bauen und stellen noch da unsere Fortstellen schon auf und dies und das, ne? Dann bauen wir uns dann richtig schön mit Bodenplatte alles, was dazu gehört. Und 7x9 Gebäude auf. Da sollten wir alles drin unterkriegen, was wir brauchen. Auch an Werkbänken. Wenn ich, oh ja, die ganzen Werkbänke, das gibt natürlich auch noch wieder. Gut. Eine neue. Stecken die weg. Reicht uns so eine 7x9er Hütte denn dafür? Oh, das könnte auch knapp werden, ne? Mit den ganzen Werkbänken, die es da jetzt hier gibt. Und nachher noch mit der Verkabelung und Verstromung. Das könnte, könnte durchaus nicht klappen, nicht ausreichen. Ums. Ach, ernsthaft. Am Ohr vorbeigeschossen hat, dass sie sehen. Und nochmal, Menschenskinders. Jetzt haben wir getroffen. So, und dann noch einen Kopf. Und Archery ist Level 1 höher, also 7. Ja. Gut. Dann haben wir den Baum hier noch zur Verankerung. Dann gehen wir weiter in Richtung Heimat. Was kann ich hier weiter, das jetzt zu laufen ist hier? Ein Stückchen sein. Ein Baumstumpf könnte man eventuell.
könnte eventuell noch mal Nahrung drin sein. Das wäre auch nicht schlecht. Und zu essen haben wir jetzt erstmal. Naja, gut, aber wenn wir schon mal hier sind, ne? Aber wir können uns da neben der Stadt quasi unser Settlement machen und dann dieses ganz Gebirge hier hinten, das sieht ja ganz schick aus, das können wir als Urlaubsgebiet dann nehmen. Und sagen wir, unser Häuschen ist dann quasi unser kleines Urlaubshinker. Manchmal erholen müssen von einem schweren Alltag. So. Geht hier der Weg? Geht ja eigentlich komplett am unten durchs Tal durch, ne? Oder ist der da hoch? Was geht der denn da hin? Was machst du denn? So, die Zelte da abgerissen, oder? Da stehen wieder Zelte. Boah, oh Gott, hat der mich jetzt erschreckt. Da stehen doch jetzt wieder Zelte. Wieso stehen da wieder Zelte? Oder sind das andere Zelte? Warte. Hm? Oh. Hm, guck mal. Dicke da weg. Ja, dann scrappen wir den. So. Da standen doch irgendwie da Zelte. Den Topf haben wir noch nicht, ne? Das ist schade. Den Topf haben wir nur noch nicht. Aber wir haben das Haus. Wir haben ein wenig Holz. Wir können hier wieder mit den Frames und können diese ganzen Sachen hier noch vielleicht ein bisschen ausbauen. Auch wenn es gar nicht mehr so nötig ist, weil, naja, doch nötig ist es schon für die erste Nacht. Wir müssen es zumindest so sicher machen, dass wir die siebte Tag-Horte hier auch überleben könnten, theoretisch. Also, praktisch, eigentlich ja. Ja, theoretisch und praktisch. Wir haben ja schon jede Menge Krempel, wir müssen auch noch ein paar Mal hin und her laufen, um das alles denn dorthin zu bringen, wo wir es hin haben wollen. Also auf jeden Fall haben wir Stoff, haben wir schon mal genug. Kann man mit handeln fast. Dann haben wir hier ein bisschen Brennmaterial, noch ein paar Dosen. Military Fiber. Ich weiß es nicht. Wie machen wir denn das? Also wir werden jetzt hier. Also eine Nachtfolge gibt es heute nicht. Wir werden jetzt hier das schnell einräumen. Ich werde dann mich quasi regenerieren, werde ein wenig. Kurzzeitig Gedanken machen, wie ich das hier am besten machen will. Weil die Forge jetzt hier aufstellen wäre eigentlich Quatsch, obwohl wir jetzt das Material hier dazu da hätten. Wir haben jetzt auch Nacht. Das solche Sache, so ein paar Pfeile werden wir uns noch produzieren wieder. Machen wir wieder 100 Stück. Leder hätten wir genug. Aber wozu auch immer man sie braucht. Running Shoes kann ich auch scrappen. Das ist schade, da haben wir schon 17-jährige Gläser, okay, ein bisschen Öl haben wir, Kette haben wir, das haben wir, Papier haben wir, noch mehr Eisen. Oh, wir haben schon 500 mal Roheisen, das ist gar nicht mal schlecht, wenn wir dann nämlich dann wirklich eine Forge haben und da alles in Gang kommt, können wir, dann auch schon gleich besseres Werkzeug uns herstellen und dies und das. Was wir mir jetzt noch schnell skillen? Hab. Und zwar werden wir Toolsmithing einkaufen und wir werden auch Weaponsmithing uns einkaufen. Dann werden wir ein komplettes neues Set uns machen. Eins. Ja. Bräuchten wir auch demnächst. Wir haben einen 7 Punkte, haben wir zu Fixer, das ist zum Reparieren, der Crafter. So, Quicker Craften. Also Misk. Können wir auf jeden Fall den Mist machen, einen rein, ne? Den einen Punkt. Da können wir auch schon den zweiten, zack. So, das machen wir da rein, weil das, damit kriegen wir das für das ganze Baumaterial her. Was haben wir denn hier noch? Hero Nut. Hero Nut 5 Punkte, das ist natürlich auch gut. Min Wellness und Max Wellness plus 5. Das sollte schon mal noch ein bisschen was bringen. Können wir nicht so ganz so da abstürzen. So, dann haben wir unsere ganzen Punkte vergeben, einmal alles einmal ge. Und irgendwann wird uns auffallen, mit hätten wir doch was anderes geskillt. Na gut, egal.
Dann heißt es halt eben Viecher töten, Viecher töten, Viecher töten. So, dann haben wir uns das jetzt hier mal kurz in die Binde hier. Da sollte uns ja noch ein Wellness wieder. Wir können noch ein bisschen was verkochen hier. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? 4 Stück kochen wir noch. Charge. Okay. Damit wir nämlich uns komplett einmal satt essen, damit wir den nächsten Tag auch wieder gut überstehen. Dann trinken wir noch ein Schlückchen hier. Dann essen wir noch ein Stückchen wieder. 84. Ah, wenn das nächste kommt, sind wir dann bei 96. Und dann sind wir auch fast wieder bei Full Life. 98 Essen sind wir. Sehr schön. Dann trinken wir den noch aus hier. Das sieht gut aus. So, dann nehmen wir uns so ein bisschen Schnee. 1, 2, 3, 4, 5 mal Schnee. Und 5 Döschen. Oder ja, die kochen wir uns hier dann noch ab. Gut. Das war eine Folge 7 Days to Die hier aus Tegu im Studio. Wir sehen uns am morgigen Tag wieder. Wenn jetzt in der Nacht irgendwas Wildes passiert, werde ich mich natürlich dann eine kurze Zusammenfassung machen oder auf die Aufnahmetaste hauen und von da aus loslegen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hätte meinen. Auf jeden Fall. War sehr erfolgreich. Wir haben das Haus geloot. Wir haben eine Stadt gefunden. Die werden wir dann. Ja. Ja, ich mache mir Gedanken drüber und werde dann Anfang der nächsten Folge erzählen, wie wir weitermachen dann. Alles klar. Auf Wiedersehen.